Wenn man Schwänze, Sperma und andere Körperflüssigkeiten ekelhaft findet, kann man es mit dem Sex auch direkt bleiben lassen. Das, wenn Leute über Depressionen schreiben und dann sagen, ja, ich habe das aber nicht, das hat mein Nachbar, deswegen habe ich ein Buch darüber geschrieben, wo ich so denke, ja klar, fick dich selber. Ja, okay. Das ist doch, also ich finde, wenn ich so ernste Themen jetzt, Scheidungskind, Trauma und sowas in einem Buch packe und dann einfach sage, nee, ich habe das aber selber nicht, dann entwerte ich auch mein eigenes Buch. Auch im Film versucht die 18-jährige Helen Memel ihr Glück zu finden, indem sie sich über Normen, Ekel und Tabus hinwegsetzt. Die eigene Kindheit in einem abgeschiedenen Bergdorf hat der Hauptdarstellerin Carla Juri bei der Rolle geholfen. Wir haben einmal, würde ich sagen, einmal in der Woche gebadet und dann mit allen Geschwistern zusammen das Wasser geteilt. Da hatte Hygiene ein ganz anderer Wert aus Seife und ich glaube, diese Überhygiene ist ein Phänomen einer Luxusgesellschaft. Hautnah lassen es Juri und Rautsch auch bei der Fragerunde im Forum Kino Offenburg zugehen. Im Gegensatz zur Deutschlandpremiere in Berlin ist hier keiner vorzeitig aus dem Saal geflüchtet. Wir leben noch. Einwandfrei, auf jeden Fall ein sehr guter Film. Es ist einfach durch diese Bücher offener geworden in der Sexualität. Ich glaube, ich bestelle nie wieder Pizza. Die Ekelszenen waren für die Hauptdarstellerin vor den Dreharbeiten übrigens eher das kleinere Problem. Ich bin dann wieder mit 18-Jährigen in die Schule gegangen, in eine Abiturklasse, so als Undercover. War ich dann Helen irgendwas und niemand wusste davon, nur der Rektor. Und da testet man natürlich aus, was wirkt verkleidet, was wirkt echt, weil die kaufen dir nicht alles ab, diese 18-Jährigen. Dann muss man schon richtig vorbereitet sein. Auch als Film lebt Feuchtgebiete von den teils heftigen Aktionen seiner Protagonistin. Doch dafür gibt es Gründe. Dass wir nicht mehr normale Körper zu sehen bekommen, nicht mehr mit ein bisschen mehr Fett dran oder unreine Haut oder blaue Flecken oder sowas, sondern alles ist bis zum geht nicht mehr retuschiert und dass wir unseren gar nicht so schlecht aussehenden Körper dann total scheiße finden im Vergleich. Und ich glaube, dass ich, wenn überhaupt, nur hoffen kann, dass Helen im Kopf von Leuten eine kleine Gegenstimme ist gegen diesen ganzen Wahnsinn, der uns krank macht. Charlotte Rautsch versteht es nach wie vor, mit Provokation zu spielen. Und bald könnte es im Kino öfters ein wenig freizügiger werden. Denn auch ihr zweiter Roman Schoßgebete ist schon im Kasten.